Weltpremiere des Falco-Musicals Rock Me Amadeus im Wiener Ronacher. Die wollte sich offenbar niemand entgehen lassen. Schon eine Show vor der Show. Dieser Auflauf an Berühmtheiten. Aus nah und fern reiste die Premierenprominenz an. Armin aus Kärnten, die Bolland-Brüder aus Holland und Lili Paul Roncalli aus dem Backstage-Bereich. Nur wenige Stunden vor der Premiere nutzte sie das Theater und den Star der Show für eine Fotosession. Ich lasse mich überraschen. Ich bin immer, wenn man Erwartungen hat, dann kommt eh was ganz anderes bei raus. Deswegen lasse ich mich überraschen. Ich war schon so lange in keinem Musical und freue mich wahnsinnig. Ja, warum eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Hat's dein Partner nicht so mit der Musik? Wie's aussieht. Auch Virginia Ernst brachte ihre Partnerin nicht mit, dafür ihren Papa, Hannes Rossacher, seine 9-jährige Tochter, Maya Hackford, Sohn Jason und er ihre Perlenkette. Aber alle zusammen brachten sie wie der Wiener Bürgermeister viel gute Laune mit und hohe Erwartungen. Welcher Falco-Hit darf heute auf gar keinen Fall fehlen, außer Rock Me Amadeus? Chidi! Bitte, ja, Genie. Genie finde ich eine tolle Nummer, aber wenn du den Text hörst, dann gruselt es mir natürlich. Ne? Ja, ja, ja. Welcher Hit darf auf gar keinen Fall fehlen? Junge Römer. Junge Römer? Ja, natürlich. Also Genie. Das würden wir ja nicht weglassen. Genie ist dran, Rock Me Amadeus ist dran. Eine der besten. Ja, sehr geil. Es mögen mir alle verzeihen, die das eine Lied vielleicht mochten, das, was jetzt nicht drin ist. Aber alle großen Hits sind da. Ich empfehle dir, dass du mal Mikro aufsteckst. Weil ich bin wahnsinnig Textier bei Vienna Calling, okay. Bei Junge Römer, bei Kommissar, bei Rock Me Amadeus. Dann nimm das Mikrofon bitte mit, ich hol's dann am Ende des Show wieder ab. Danke! Letztendlich fiel das Mitsingen gar nicht so leicht, weil einem der Mund vor Staunen offen blieb. Nicht nur Frontman Moritz Mauser, auch Orchester, Liveband und Bühnenbild spielten alle Falco-Stücke. Es kam, wie es kommen musste. Am Ende stand das Ronacher Kopf und das Premierenpublikum auf, Standing Ovations und ausnahmslos positive Stimmen von Promis wie Profis zum Gesehenen. Wenn der echte Falco da ist mit Live-Musik, ist natürlich nochmal was anderes, aber ich komme schon ziemlich nah ran, würde ich sagen. Ich will raus auf die Bühne. Vor allem er wusste zu begeistern. Moritz Mauser wurde ja förmlich als Nobody direkt von der Musicalschule für die Hauptrolle engagiert. Im Publikum zeigte sich sein strenger Lehrer davon angetan, wie nah der Youngster dem Superstar kam. Jeder, der da reingeht, hat das Wissen, wie diese Hauptfigur zu sein hat. Oder glaubt zumindest, er weiß es. Und insofern musste er etwas erfüllen, was er nicht erfüllen kann. Und das macht er großartig. Dafür durfte er gleich zweimal Applaus einheimsen. Auf der Bühne des Ronacher und auf der Bühne bei der Premierenfeier im Wiener Kursalon. Hier feierten Falcos noch lebende Weggefährten mit den Darstellern. Der echte Manager Horst Borg mit Darsteller Andreas Lichtenberger. Falcos bester Freund Billy brachte ein Falco-Original mit. Das war in Hans seine Jacke. Und ganz selten, dass sich Helmwein als A dabei zeigt. Also ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt. Ich bin überhaupt kein Musical-Experte, aber das hat mich wirklich beeindruckt. Das war eine geniale Produktion und der Falco-Darsteller war wirklich genial. Das ist ein Durchbruch und es war wirklich so, wenn man die Augen geschlossen hätte, man hätte denken können, das ist Falco. Das wird ein riesiger Welterfolg. Wenn er da gewesen wäre, was hätte er denn gesagt zu dem Abend? Ich glaube, es hätte ihm gut gefallen, glaube ich. Die kleinen Einschränkungen vielleicht, die er immer hatte. Er war ja nie hundertprozentig zufrieden. Er hat immer das Haar in der Suppe gesucht. Und wenn er es nicht gefunden hat, was reingetan, in seinem Hang nach Perfektion. Aber ich glaube, er wäre erfüllt und stolz rausgegangen, glaube ich. Also er hätte sich sicher geschmeichelt gefühlt, dass er wieder mal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ist. Zentrum des Geschehens. Er hätte sich sicher gefreut. Ja. Ich glaube, der Falco, wenn er jetzt vom Himmel herunterschaut, wird er Tränen in den Augen haben. Das wird ihm gefallen. Naja, er hätte natürlich vermutlich sehr selbstbewusst gesagt, keiner kann es besser wie er. Es gab einen Kritikpunkt bei all dem Lob, die sagen, du bist zu klein für den Falco. Das finde ich witzig, weil Falco war genauso groß wie ich. Genau. Genau, 1:1. 1,75 Meter, also doch jeder Zentimeter ein ganzer Falco.